Moin moin und herzlich willkommen zurück bei Star Trek New Horizon. Ja, wir sind immer noch in dem selbsternannten Rachefeldzug der Denobolano, die uns hier jetzt einfach mal so den Krieg erklärt hatten. Ich nehme es jetzt erstmal ganz locker und werde das jetzt ganz easy peasy abarbeiten hier. Rivalität und Rivalität. Die erklären den Klingonen die Rivalität. Das ist sportlich. Haben wohl einen Todeswunsch. So, wir werden jetzt Trill erobern, denke ich. Bevor wir uns dann mit dem Ferengi anlegen. Aber den sollten wir jetzt ja eigentlich auch handeln können. Gehen wir eben zum Mars. Ja, reicht nicht ganz. Für ein Kreuzhaus fehlen 8 Mineralien. Kann ich auch direkt bei der Erde dann wieder bauen. Da haben wir die 8 Mineralien. Zack. Direkt einen neuen Kreuzer bauen. Wenn dieser Krieg überstanden ist, müssen wir uns echt mal wieder ein bisschen ums Kolonisieren kümmern. Wir haben hier genug Möglichkeiten. Aber den Krieg hat man uns ja jetzt mal aufs Auge gedrückt. Den haben wir uns nicht selber ausgesucht. Ich werde auch keine großen Faxen dann mehr machen. Ich denke, ich werde direkt nach Ferengia fliegen. Direkt seine Hauptschiffswerft zerstören. Das müsste im Rook-System sein, ne? Ja, ne, das Neu-Ferengia. Da ist Ferengia. Da rein. Und da dann gleich erstmal aufräumen. Die wollen schon rüber warpen. Das lass mal. Warte mal lieber auf die Kriegsschiffe. So. Und los geht's. Die Musik mal einen Tick lauter gemacht. So, Trill. Da hat er tatsächlich noch eine kleine Flotte hier. Die Föderationsflotte. Insgesamt 5 Schiffe. 3 Korvetten, 2 Zerstörer. Latinum Queen. Werden aber, denke ich, nicht so alt werden. Die Scharnhorst und Bannock Burn sind auch auf Abfangkurs hier. Komm, wir nehmen den andorianischen Phaser. Da ist die Reichweite erreicht. Boah, ganz schön laut der Raumkampf.
Da muss ich mal irgendwas dran ändern. Immer noch so laut. Jo, blöd. Das ist angenehmer. Viel angenehmer. Das ist doch schon minimiert. Da einen kurzen Auftritt dann noch. Der letzte Zerstörer. Gucken, wie unsere Flotte aussieht. Die ist noch top im Schuss. Okay, ich muss die Musik vielleicht auch nochmal einen Ticken leiser machen. Ich denke, so ist besser. So, Bombardierung von Trill beginnt. Bodenarmeen können dann direkt landen. Widerstand ist quasi null. Flotte auch direkt durchfliegen nach Ferengia. Gucken, was da mal los ist. Einfach mal Hallo sagen. Und wenn wir schon dabei sind, den nächsten Kreuzer in Auftrag geben. Dann haben wir, denke ich, schon mal eine ganz gute Firepower hier. Schon gar nicht mal so schlecht rein, die Phaser. So, bessere Kraftwerke. Arbeitslos ist immer doof. Da bauen wir einen Energiehub hin. In 9 Tagen. Dann wird das hier hauptsächlich ein Energieplanet. Na, Bodentruppen im Anflug. Sich der Schaden der verteidigenden Armeen um 61% verringert, hilft die nicht bei der Übermacht. So, die Baustelle auch abgearbeitet. So, zur Sicherheit ein paar zurücklassen, wie üblich. Und dann direkt mal hinterher schicken, die Jungs. Station complete. So.
So, der kann integriert werden ab 25. Dauert noch ein paar Jährchen. Die Romulaner öffnen ihre Grenzen wieder. Irritiert mich immer, wenn die so lange dazwischen labern. Und die Romulaner sind erstmal kein Problem mehr. Wir machen eher die Klingonen Kopfzerbrechen. Flottenstärke überwältigend. Das ist echt böse. Ja, warum nicht? Mit unserem Vasall. So, 10% schnellere Kampfgeschwindigkeit. So, jetzt müssen wir erstmal gucken. Deep Strike Photon-Torpedos. Die Reichweite von denen ist natürlich echt finster. Raumhafen 4 ist natürlich auch nicht schlecht. Schwerer, energiereicher Photon-Torpedo. Reichweite 60. Die haben natürlich viel mehr Reichweite, die Jungs hier. Aber ich glaube, die brauchen wir nicht. Es sei denn, wir bauen ein Torpedoschiff. Haben wir da Möglichkeiten zu? Ich habe mir das Spiel mal pausiert. Wir gucken mal eben. Beispielsweise ein Kreuzer. Torpedos sind lila. Na, das ist 4. Ist jetzt nicht so. Nee, der kann zwar schwere Torpedos. Ja, wär vielleicht mal was. Ich frage mich, ob der Raumhafen 4 nicht besser ist. Leichter Schnellfeuer-Photon-Torpedo. Das ist wieder hier so eine Glaubenssache, Spezialisierung. Dann wäre ich eher für die schweren. Aber wir machen einfach mal die Deep Strike-Photon-Torpedos. Bauen wir ein paar Torpedoschiffe dazu. Ist nämlich auch eine seltene Technologie, die nehmen wir einfach mal mit. So. Die anderen kommen schon wieder. Zeit weiterlaufen lassen. Flotte ist angekommen. Da hat er noch eine kleine. Dann räumen wir jetzt hier erstmal seinen Raumhafen ab. Und dann wird seine Flotte wahrscheinlich ja auch bald aufkreuzen, denke ich mal. Das wird er sich wohl kaum gefallen lassen. Ernsthaft, die Forschungsstation ärgert mich jetzt. Apropos Forschungsstation, wir haben noch ein Forschungsschiff. Das wollt ihr auch noch Arbeit. Mal gucken, was er sagt, wenn ich Ferengi ja bombardiere. So, und auf sie mit Gebrüll. Poseidon-Klasse an vorderster Front, weil die am meisten einsteckt. Problematik jetzt. Der Raumhafen noch. Momentan sieht es aber sehr, sehr gut aus. Kommt sogar noch ein Kreuzer dazu. Some.
So, wo sind meine Truppentransporter? Soweit ich das sehen, keine Verluste. Bombardierung kann beginnen. Oh, sag mal, was ist los? Hier treffe ich die Armeen nicht mehr. So, wo sind meine Transporter? Die laden ihren Antrieb. Der muss noch irgendwo Flotte haben. So, dann sind wir jetzt einfach so frech und besetzen kackfrech Ferengia. Da kenne ich ja nichts. Danach holen wir uns direkt neu Fereng. Stopp, da war irgendeine Meldung. Abgestürzter Aufklärer, schönes Ding. Und sein Untertan ist in den Krieg gegen uns eingetreten. Er ist als Rang Vasall aufgestiegen, okay. Unterstützt mal seine Unabhängigkeit. Auch wenn er uns den Krieg erklärt hat, da ist seine Flotte. Station complete. Schicken wir ihn mal abfangen. Stopp, ohne Transportflotte. Die können nämlich landen. Auf sie mit Gebrüll. Das sollte schnell gegessen sein. Hallo? Da ist seine Flotte hin, oder was? Lass seine Flotte mal machen, wir fliegen dahin. Nächstes System, dann ist der Krieg sowieso beendet. Enemy planet secured. So, können die noch kurz im Orbit bleiben, damit die regenerieren? So, haben die Cardassianer den Trill, den Krieg erklärt? Okay. Die armen Trill. Aber der Vorteil ist, die können momentan nicht unterworfen werden. Ja, das nehmen wir. Ach, das ist ja lächerlich da. Oh, nicht ernsthaft. Mein Glück, der ist weggekommen. Soll er da unten mal rumnerven? Ich schicke schon mal die Truppentransporter hier rüber. Oh nein. Das ist ein großes Problem. Das ist ein richtig großes Problem. Macht er das mit mir, was ich letztes Mal mit ihm gemacht habe? Einfach die Truppentransporter angreifen.
die nicht so stabil gebaut. Ein Glück. Sind ein paar weggekommen. Gucken, ob er dann gleich hier rüberkommt. Aussieht. Ja, ganz solide bis jetzt noch. Alle Gutschiffe verloren. 8 Stück, wenn ich das richtig sehe. Was sagt uns das? Ab in den Schiffsdesigner. Transportschiffe. Direkt dickste Hülle. So. Und direkt stabil machen. So. Können sie immer noch ein bisschen ausweichen oder auch nicht. So, sind die neuen Transporter etwas besser gewappnet für sowas. So, mal gucken, was das bringt, wenn ich da jetzt in Orbit bin. Anscheinend nicht genug. Also gehen wir jetzt kackfrech darüber die Flotte einsammeln. Haben wir momentan eh keine Truppentransporte zur Verfügung. Doch, sie sind wieder da. Rüsten wir die gleich nach. 700 Mineralien. Aua. Gleich welche nach, damit das nicht wieder vorkommt. Und seine Flotte ist schon auf der Flucht, wo meine kommt. Wo will er hin? Er ist sich unschlüssig. Wo ist er jetzt hin? Da oben hin. Da ist wieder jemand arbeitslos. Wo ist er denn? Da. Was darf es denn sein? Ich denke, eine Schule darf es sein. Könnt ihr auch gleich mal hier ein bisschen freiräumen. Und er springt wieder zurück. Das Spiel kann er nicht lange mit mir spielen, weil ich habe den kampfbereiten Antrieb. Er glaube ich nicht. Ne, er hat den Langstreckenantrieb. Also das Spiel kann er nicht oft mit mir spielen. Ich habe viel weniger Cooldown. Der springt doch nicht in einen Zug bis dahin unten durch, oder? Doch. Boah, okay. Das ist natürlich auch schon krass. Muss ich natürlich viele Sprünge für machen, für so eine Strecke. Hier springt er in 1 durch.
Geländer. Oh, da springt er rein. Ach, weil hier andere Flotten aktiv sind von den Cardassianern und so. Und die Bajoraner. Jetzt erwische ich ihn aber. Da sollte ich jetzt deutlich schneller sein als er. Ja, das können wir machen. Sternkarten aus. Da ist er schon wieder weggesprungen. Ich denke, der hat eine längere Aufladezeit als ich. Na komm. Zack. Da ist er schon wieder weiter. Ne, das Spiel können wir mit ihm nicht spielen. Uns fehlen die guten Sensoren, um seine Schiffe wirklich sehen zu können, wo die hinwollen. Jetzt haben wir sie erwischt. Jetzt kriegt er Schmerzen. Da muss ich jetzt erstmal gucken. Ich hätte gern wieder einen, der Zufriedenheit bringt. Aber sieht nicht so aus. Und Flottenlimit auch keiner. Tja, welchen nehmen wir denn da? Ich tendiere dann eher zu dem hier, weil wir bald kolonisieren wollen. Tja, aber ja, ich werde den hier nehmen, den der sowieso wird. Dann investiere ich jetzt keinen Einfluss rein. Weiter geht's. Könnte rauswarpen, will er aber nicht. Ich hoffe, dass er mir noch ein Schiff zerstören kann vielleicht. Sieht nicht so aus. Weniger Erlasskosten, mehr Erlassdauer, mehr Nahrungsproduktion. Ja, das war dann wohl die ganze Ferengi-Flotte. Hat bis zum bitteren Ende gekämpft. Und mir kein Schiff zerstört. Greifen wir jetzt hier das System an. Damit haben sie kapituliert. Optimal. Super.
Ja, Krieg beendet, Folge beendet, alles tutti. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen, Kommentar oder ein Abo da und wir sehen uns dann morgen.